Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Hallo, Alex. Hi, David. Grüß dich. Grüß dich. Herzlich willkommen an unsere Kollegen und Kolleginnen da draußen, die jetzt wahrscheinlich Sonntag, 13 Uhr, am Beckenrand stehen und alles dafür tun, dass unsere Badegäste wieder heil nach Hause kommen. Herzlich willkommen auch an alle Behörden, Vertreter, Gremienvertreter, Arbeitgeber. Haben wir jemanden vergessen, Alex? Ja, haben wir. Und zwar herzlich willkommen auch an alle Firmen, die da draußen auch für die Better-Welt natürlich immer ein Zuspieler sind, in jeglicher Art und Weise, egal was es ist. Im Zuge dessen, alles das, die uns auch immer wieder beliefern, da haben wir ja wirklich eine große Reihe davon. Vielen Dank für euren Dienst, dass das auch alles das so stattfinden kann, wie es stattfinden. Ich glaube, wir stellen uns trotzdem noch mal ganz kurz vor. Es ist die erste Folge. Ja? Dementsprechend denke ich mir, komm, lass uns doch mal ganz kurz so ein bisschen wissen, wer mit wem sie es jetzt die nächste Stunde zu tun haben. Ich fange mal, glaube ich, einfach an. Es ist, glaube ich, der einfachste Part. Dann kannst du gleich dann auch weiter starten. Also, herzlich willkommen hier zum Podcast von David und mir. Mein Name ist Alexander Boos. Ich bin tätig im Plansch in Schongau. Unter anderem als technischer Leiter und stellvertretender Geschäftsführer und arbeite unter anderem auch immer wieder, ja, auch in der jeweiligen Branche, wie ihr auch, schon seit über, oh Mann, bin ich alt, ich glaube seit über 20 Jahren, um Gottes Willen, aber ich muss es echt sagen, ja, und ich mache es immer noch sehr gern und das musste ich wirklich ganz lautstark und darf das hier auch wirklich sagen, bin aktuell 38 Jahre, habe 2 Kinder und bin glücklich verheiratet. Dementsprechend alles andere könnt ihr gerne in unseren Kommentaren weiterfragen. Ich beantworte diese Fragen. Das zu mir. Jetzt darfst du. Ja, hast du das einstudiert, Alex? Nö, habe ich nicht. Das kam jetzt ganz spontan. Wie aus der Pistole geschossen. Ja, für all diejenigen. Ich bin David Ackermann. Ich stecke hinter Schwimmbad TV. Ich stecke hinter Schwimmbad Service. Und ich stecke hinter der Schwimmbad Plattform. Ich bin natürlich auch einer von euch. Meister für Bäderbetriebe. Habe mich damals aber entschieden, Mensch, in dieser Branche läuft so viel verkehrt. Ich gehe raus, um mehr dafür zu tun. Und der Podcast, der jetzt hier startet, ist eines dieser Werke. Herzlich willkommen! Und die erste Folge ist immer die verrückteste, weil da noch vieles schief laufen kann und auch soll. Ja, wenn man sagt Videopodcast und darf, dann fängt es schon mal mit Bild und Ton und Technik an. Ja, wie lange versuchen wir das jetzt aufzunehmen? Oh, ja, wir haben jetzt schon einfach mal ein bisschen Zeit hinter uns. Also so die ersten 2-3 Runden sind dann schon ziemlich abartig. Ich muss euch da einfach dazu sagen, dass David natürlich mit seinem Know-how, was Videos anbelangt, der hat ein bisschen mehr Vorsprung wie ich, obwohl ich echt sagen muss, ich war bei dem ersten Video mit dabei, das er gemacht hat. Das hat er nämlich bei mir im Bad gemacht. Das ist total cool, seit der Geburtsstunde immer mit dabei zu sein. Und das ist eine große Ehre für mich, mit ihm zu arbeiten und mit ihm auch zu leben und das Ganze ein Stück weit auch einfach mit dabei zu sein, was er für Ideen hat und auch meine Ideen damit einzubringen. Genau, nichtsdestotrotz bin ich, was der Technik anbelangt, so ein bisschen nicht der Nerd. Also ich würde das Gegenteil jetzt nicht bezeichnen, aber ich bin nicht der Nerd dazu. Ganz ehrlich, ich habe heute mein Mikro bekommen. Dementsprechend haben wir heute das Mikro einstudiert und ich hoffe, dass der Sound genau das bietet, was ihr ein Stück weit einfach in eure Knöpfen, in eure Ohren reinhauen könnt. Kameratechnisch, seht ihr, sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt, obwohl es da gibt es mit Sicherheit auch noch weitere Vorhangsbehilfe und ich glaube, da werden wir mit David auch noch einiges zusammenbringen. Genau, das dazu, das war der Start, war schwierig und ein Stück weit einfach auch sehr interessant, aber nichtsdestotrotz, wir stehen und wollen heute mit euch da ein bisschen diskutieren, ein bisschen rausgehen und einfach das weitergeben, was wir irgendwo auch auf dem Herzen haben. Durchaus. Und wir haben einige Themen, die brutal, wie soll man das in Worte fassen?
Ja, das sind Themen, die könnten tatsächlich das Ende unseres Berufsbildes bedeuten. Und wir lassen jetzt heute auch tatsächlich ganz bewusst das Thema Energie mal außen vor. Denn es geht um den Blaudruck, ja, der Richtlinie 9405, die Aufsichts- und Verkehrssicherungspflicht der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Und ich hoffe, ihr habt euch das Ding alle durchgelesen. Und ich hoffe auch, ihr habt schon euren Kommentar formuliert und losgeschickt. Wir wollen diese erste Folge nutzen, um darüber mal zu sprechen, um die Auswirkungen bei einer Novellierung aus unserer Sicht darzustellen, denn die sind nicht ohne. Und darum geht es heute im eigentlichen Sinne. Alex, der Blaudruck, als du ihn dir das erste Mal durchgelesen hast, was war dein erster Gedanke? Wahnsinn, irre, krass, was geht hier ab? Also ich bin ganz ehrlich, ich war geschockt. Ich war schockiert über schon einen massiven Angriff auf das, was eigentlich der Sicherheit bedeutet. Das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, irgendwann mal so, wo soll das hinführen? Also was ist das Ziel des Ganzen? Das war irgendwann mal die Frage, die ich mir gestellt habe. Was soll dieser Blaudruck zum Schluss wirklich machen? Was ist das Ziel? Ist das eine Professionalisierung des Berufsstammes? Ja, also des Fachangestellten für Bäderbetriebes, oder ist es wirklich der Hilfeanker dafür, dass man im Großen und Ganzen diesem anscheinenden Fachkräftemangel, ja, entgegentreten kann? Und ich weiß, dass das ein echt schmaler Grat ist, aber ist das wirklich die Lösung? Und das war so meine ersten Gedanken, wo ich mir echt, also ich habe mir wirklich, stand im ersten Moment, ich habe wirklich gebraucht. Ich habe mir das Ding nicht nur einmal durchgelesen. Also ich habe mir es wirklich mehrmal durchgelesen, weil ich mir wirklich gedacht habe, okay. Und auch die Gedankengänge der jeweiligen Leute, die das Ding im Endeffekt rausgebracht haben, schon auch nachzuvollziehen. Wo soll das hinführen? Das war so erst mein erster Eindruck. Richtig. Ich habe mir auch nicht nur einmal gelesen, ich habe ihn auch durchlesen lassen von vielen Bekannten, unter anderem auch Rechtsanwälten und so weiter. Und man muss es einfach so sagen, es ist ein Generalangriff auf unser Berufsbild. Ein Generalangriff auf einen Traditionsberuf. Und ich fühle mich da brutalst mit Füßen getreten. Das, was hier passiert, unter dem Vorwand Fachkräftemangel, er verfolgt meiner Meinung nach eine ganz andere Agenda, die wahrscheinlich schon seit langem in irgendwelchen Schubladen liegt. Aber ich denke, die Themen, die werden jetzt in dieser Folge kommen. Vielleicht auch nochmal von meiner Seite, wir Fachkräfte, ob Fachangestellte oder Meister für Bäderbetriebe, und ich glaube, da stehen wir alle zusammen. Unsere Arbeit, die wir tagtäglich machen, die führt am Ende zu einem Aspekt, die Sicherheit unserer Badegäste. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Berufsfremde oder Quereinsteiger mit dieser Verantwortung, die sie bekommen, das in der gleichen Art und Weise ausüben, wie wir das 3,5 Jahre gelernt haben. Ich denke, das muss man auch mal ganz klar stellen. Ich habe dazu auch einen kleinen Vergleich vorbereitet, Alex. Na dann, hau mal raus. Lass uns doch mal den Vergleich mit einem Koch ziehen. Ja? Ein Koch, der in seiner Küche steht, der verantwortlich dafür ist, dass die Karte verschiedene Gerichte hat, der seine Zutaten selbst bestellt, der sie einlagert. Die müssen immer zur richtigen Zeit am richtigen Platz liegen. Die Küche muss ständig Ordnung haben.
Und nur so kann er, glaube ich, in time, in kürzester Zeit, die Gerichte mit dieser Qualität on point rausgeben an den Gast. Jo. Was hier passiert mit diesem Blaudruck ist, dass der Koch nicht mehr kocht, sondern er guckt zu, wie andere kochen, wie andere bestellen, wie andere vielleicht die Küche aufräumen. Also es wird nach und nach eigentlich seine Kernkompetenz outgesourced an Laien, ja, in Anführungszeichen, oder Berufsfremde. Und damit kann er das gar nicht mehr kontrollieren, was am Ende rauskommt. Also diesen Organisationspart, der immer mehr in diesen Fachangestellten zugeordnet wird, was auf der einen Seite vielleicht tariflich ein Vorteil wäre, aber auf der anderen Seite dafür sorgt, dass am Ende ein Essen vielleicht rausgeht, das dem Kunden nicht schmeckt. Nur dass wir beim Koch von einem Gericht sprechen und nicht im äußersten Fall von einem Ertrinkungsfall mit schwerwiegendsten Folgen. Ja, ich finde es interessant, vor allem genau dieses Vergleich ziehen. Ich habe mir das auch überlegt, in welchen Berufsgruppen könnte was Ähnliches passieren. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann irgendwann zu mir gekommen bin und gesagt habe, hey, in welchen Berufsgruppen ist es auch passiert, dass Fachkräfte ersetzt worden sind durch gewisse ja, Laien, ja, die nur einen Bereich vielleicht abdecken, ja. Und ich finde es das cool, dass du mit dem Vergleich mit dem Koch anfängst. Das ist für mich auch ziemlich einleuchtend. Für mich sind es die Kfzler. Mein Hallo an alle da draußen, die vielleicht auch im Kfz-Betrieb mal unterwegs waren. Genau das Gleiche. Gibt mir auch, es gibt so zwei große Abteilungen mit der Kfz-Abteilung. Du hast die Leute hinten, die in der Werkstatt rödeln wie die Wahnsinnigen, ja, dass das Ganze funktioniert. Und du hast die Leute vorne, die in der Serviceabteilung hocken. Ja? Und da könnte man jetzt auch meinen, in der Hinsicht, jetzt hat man hinten einfach zu viel Stress oder Fachkräftemangel in den jeweiligen Werkstätten. Was macht man? Sagt zu dem Service-Mitarbeiter, du pass auf, wir sind hier überbesetzt, das heißt, du kommst bitte nach hinten und schraubst bitte an den Bremsen rum. Ich zeige dir einmal, wie das funktioniert, ja, und dann machst du das halt. Ja, und dann geht eigentlich nur noch der jeweilige Kfz-Mechaniker durch und kontrolliert dann noch, ob das wirklich so ist. Ja, und da sind wir fast im gleichen Bereich. Ja, dass eben vielleicht auch vergessen werden kann, dass man die Bremsleitungen anschaut, dass vergessen werden kann, dass man auch mal jeweilige Teile anguckt, dass man das Fahrgestänge anschaut, dass den Blick dafür auch zu setzen, den ein Kfzler, ein Kfz-Mechaniker einfach hat, wenn er ein Rad wegschraubt und eine Bremse kontrollieren soll, einfach weiterguckt. Und so ist es bei uns ja auch. Bei uns geht es nicht nur darum, ins Becken zu gucken und zu schauen, dass da keiner absäuft, sondern es geht auch um Prävention. Es geht darum zu erkennen, wie die Leute funktionieren, was denn da bei mir ins Bad reinkommt, wie viele Leute bei mir im Becken sind, wer wie gut schwimmt, wo er im Endeffekt, was kann er, ja, das Becken auch mal anzugucken, immer wieder mal im Blick zu halten, hey, wo läuft es denn hin? Wie viele Leute habe ich denn drin? Wie viele Ältere habe ich drin? Wie viele Kinder habe ich drin? Ja, wie schwimmen die überhaupt? Ja, um eben vorher schon einzugreifen, bevor es überhaupt passiert. Ja, ich nenne es einfach Gefahrenprävention. Ja, um genau das im Endeffekt zu setzen. Und bis ich das einem Laien beigebracht habe, dass eine gewisse Gefahrenprävention stattfindet, vergeht ein Sommer, vergeht locker 2 Sommer, bis das ist. Ja, jetzt wird uns wahrscheinlich vorgeworfen, dass es gesagt wird, ja, wir wollen ja im Endeffekt fachnahe Kräfte ja auch einsetzen, aus der Wasserwacht, aus der DLRG oder sonst irgendwo. Das ist okay. Ich sag mal auch, die helfen uns, muss ich auch erstmal Danke sagen an Leute und an alle Verbände da draußen, die natürlich herrühren und am Wochenende Dienst schieben und genau das den Wachdienst damit auch ableisten. Da habe ich mir überlegt, genau das ist es ja. Also die Aufsicht, ja, aber die ganze jeweilige Sache des Fachangestellten geht nicht nur um die Aufsicht. Ja? Und das ist der Punkt, wo ich sage, somit ist genau diese Symbiose, die aufeinander fällt, ja, dass ich zwar auf der einen Seite schon auch diese Aufsicht führe,
aber noch viele andere Sachen im Blick habe, ja, die nicht nur mit der Aufsicht zu tun hat, ja. Es geht auch darum, wirklich nur darauf aufzupassen, auf die Menschen. Das ist eine Sache. Aber in dem Milieu, wo sie drinnen schwimmen, nennt sich Wasser. Geklortes Wasser. Wasser, wo ein Stück weit einfach eine Gefahrenquelle bieten kann. Wo ich einfach auch den Blick drüber setzen muss. Ja. Und da sind genau die Punkte, wo ich dann sage, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und der Blaudruck selber, finde ich, dass Verantwortung an Menschen übergeben werden in einem Bereich, der einfach viel zu gefährlich ist. Er ist einfach zu gefährlich. Und wir haben nun mal einfach nicht nur irgendwelche Dinge, die kaputt gehen können, sondern wenn bei uns was passiert, dann ist Holland in Not. Und dann geht es darum, dass wirklich ganz, ganz viel einfach auch kaputt gehen kann. Und das sind Menschen. Ja, richtig. Schön, dass du es ansprichst. Und auch dein Beispiel mit der Kfz-Werkstatt ist ganz gut. Lass uns doch einen kleinen Perspektivwechsel wagen. Würdest du dein Auto in eine Werkstatt geben, um deine Bremsen zu reparieren, wo du weißt, er schraubt hier irgendein Laie in Anführungszeichen, ja, oder ein Hobby-Handwerker rum? Nein, auf keinen Fall. Also in der Geschwindigkeit, und das muss man einfach sagen, also das, ich finde diesen Vergleich einfach schön, weil da geht es zum Schluss auch um Menschenleben. Da geht es auch darum. Ganz genau. Jeder weiß von uns, wenn man ein Auto mit 150, 160, 170 PS unterm Eimer mal hat, ja, und diese Kraft einfach hat und 200 mal fährt, da muss das funktionieren, da muss das Fahrwerk klappen, da müssen die Reifen passen, da muss jede Schraube angezogen werden und da muss nun mal die Bremse funktionieren. Und ja, genauso bei uns auch. Also das muss einfach funktionieren, dass die Leute, die da in der Halle stehen, es kapieren, um was es hier geht. Ja, und die Ernsthaftigkeit, dieses Thema, diesen Blaudruck zu verabschieden, wir haben noch bis 1. August Zeit, liebe Kollegen, unsere Einsprüche dorthin zu senden an die deutsche Gesellschaft, um einfach da mal Klarheit zu schaffen. Wie du schön sagst, Alex, Wasseraufsicht ist mehr wie zwei Augen. Dazu gehört die Prävention dazu und man kann es leider nicht irgendwie skalieren oder irgendwie berechnen, weil die meisten Unfälle, die nicht passiert sind, ja, die wurden von unseren Kollegen und Kolleginnen da draußen erkannt. Richtig. So, das ist genau der Punkt. Und du weißt, wie es in der Primetime ist. Da hast du am Tag manchmal drei Kinder, die du rausziehst, wo du einfach schon siehst, es geht jetzt gleich schief. Aber dafür bekommst du auch keinen Dank. Und wir haben uns natürlich überlegt, wir mit unserem Podcast Betriebstagebuch, ein Podcast für Fachkräfte, wir sprechen genau diese Themen an und deswegen geht der Dank an jeden Einzelnen da draußen, gerade bei diesem geilen Sommer. Wir wissen, weil wir aus dem Bereich kommen, was ihr jeden Tag leistet und es verdient mehr Wertschätzung von allen da draußen, mehr Respekt und Chapeau, ich ziehe vor jedem von euch den Hut, dass ihr das trotzdem weitermacht, egal wie ja, die Situation aussieht. Achso, du hast den Hut gezogen. Ich dachte, du langst dir einen Kopf. Entschuldigung. Also Leute, wir kennen uns ja ein bisschen in der Hinsicht, glaube ich auch. Und ich hoffe, dass uns, also wir wissen ja auch voneinander, wir sind in der Branche ganz unbekannt. Und ihr wisst, meine Haarpracht ist nicht mehr die heftigste. David hat noch ein bisschen mehr wie ich. Aber ich habe es versucht, einen Hut zu ziehen, aber bei dem geht es leider nicht mehr so ganz. Aber das, so wie ich in David einfach auch jetzt gerade vielleicht so ein bisschen ins Wort falle, aber das gehört zu dem Videopodcast jetzt einfach dazu, weil ich will, dass das genau dieses Gespräch, dieses Lebendige ist. Genau das ist es. Und vielen, vielen Dank an alle da draußen, die diesen Job noch hochhalten, die diesen Job lieben und die diesen Job einfach auch machen aus der Leidenschaft heraus, weil das ist genau das, was immer noch fehlt. Das ist das, was leider immer wieder auch verloren geht. Ja? Diese Leidenschaft, die dahinter steckt, mit den mietigen Bedingungen, die wir immer wieder haben. Ja? Und da versuche ich jetzt einfach mal den Bogen weiter zu spannen. In der Hinsicht,
mit Bezahlung, mit dem, was wir leisten, mit dem, was wir in Arbeitszeiten haben, mit dem, was wir natürlich an sozialen Dingen auch verlieren. Ja? Und dementsprechend ist das genau der Punkt. Diese Arbeit macht man nicht einfach nur so. Wir arbeiten in einem Bereich, der unheimlich klischeebehaftet ist, brutal. Ja? Dieses Wort Bademeister, ja? Bademeister, ist genau der Punkt, wo wir alle da draußen wissen, ja, wie wir manchmal auch in Augen gesehen werden. Und das ist der Punkt dahingehend. Alle, vielen Dank an euch allen, die da draußen hergehen und sagen, sie wollen Gas geben und sie lieben diesen Job und tragen das genau so auch weiter. Und ich habe viele kennenlernen dürfen. Ich habe viele Menschen in der Hinsicht auch in den Schulen und bei der, ich darf sagen, hoffentlich in der Bayerischen Verwaltungsschule immer wieder mal halt auch in der Hinsicht mit erleben dürfen, rechts und links. Und das ist eigentlich das Schöne, ja, da einfach auch Menschen zu sehen und zu erleben, die Bock haben auf den Job und diesen Job einfach lieben. Und das sind Punkte, wo ich sage, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen Leute, die aufstehen und die sagen, hey, nein, der Fachangestellte für Bäderbetriebe ist ein Job und eine Arbeit, ja, die mehr bietet, als wie, dass wir am Beckenrand stehen und aufs Becken gucken, sondern die so viele Facetten haben, die einfach schön sind. Ja, richtig. Und was man an der Stelle vielleicht auch noch ergänzen kann, ohne euch Fachkräfte, Reinigungskräfte, Kassenkräfte, alle Beteiligten an der Front, ja, in Anführungszeichen, ohne euch wäre der Erfolg der Firmen, der Erfolg der Lehrinstitutionen, der Erfolg der Verbände nichts wert? Überhaupt nichts. Ihr seid das Fundament und ich denke, unsere Agenda, Alex, ist, das auch mal anzusprechen, ja, damit auch vielleicht andere Beteiligte das auch mal wieder spüren. Ja, wir erheben die Stimme, wir zeigen uns. Und Bademeister, der Begriff, ist für meine Begriffe, also ich war immer stolz, wenn ein kleines Kind zu mir kommt und sagt, Herr Bademeister. Ich war da immer stolz drauf und ich bin es auch noch heute drauf. Ich glaube, es ist nicht der Begriff, sondern das ist das, was jeder für sich selbst verbindet mit diesem Begriff. Und ich glaube, das müssen wir ja endlich ablegen. Lass uns doch Bademeister sein. Deswegen auch Bademeister 3.0. Aber genug der Lorbeeren. Lass uns zurück zum Blaudruck kommen, denn nicht umsonst habe ich heute ein schwarzes T-Shirt an, denn es könnte tatsächlich ein schwarzer Tag werden. Warum? Ich werde in der Zukunft keine Fachkräfte mehr brauchen, denn ich kann Fachkräfte ersetzen durch branchenfremde Berufe, die quasi eine ähnliche Fort- und Ausbildung haben. Und es wird aber nicht definiert, wer ist das denn? Also es ist wieder so eine schwammige Kiste aus diesem Blaudruck. Im Grunde kann das jeder sein. Ich stelle mir da jetzt im schlimmsten Fall den Typen in der Pommesbude vor, der kann eine Fritteuse bedienen, kann der jetzt in Zukunft die Wasseraufbereitungsanlage bedienen? Oder wie sieht das aus? Und ich finde das brutal gefährlich. Hier in diesem Podcast haltet es fest, es wird zu vielen Unfällen führen, die wir Fachkräfte verhindert hätten. Ja, und das ist genau der Punkt, warum wir einfach die Stimme auch immer jetzt auch erheben werden und wofür der Podcast auch sein soll. Er soll in der Hinsicht auch da sein, dass genau diese Dinge angesprochen werden. Das soll ein Sprachrohr dafür sein, dass man Dinge einfach auch darlegt. Wir wissen auch, dass nicht alle mit unserer Meinung gehen und das ist auch nicht wichtig. Aber es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass Menschen die Stimme erheben und dass man anfängt, diese Dinge eben nicht unter den Teppich kehren zu lassen und nicht einfach an uns vorbeigehen zu lassen, ja? Sondern dass darüber diskutiert wird, dass gefragt wird, warum, weshalb, wieso, dass gefragt wird, warum sind gewisse Dinge oder warum werden solche Dinge aufgelegt und entschieden? Und das sind die Punkte, die einfach unheimlich wichtig sind und die wir ein Stück weit einfach sagen müssen. Wir müssen anfangen, die Dinge aufzumachen. Wir müssen anfangen, die Dinge einfach klar in den Verbänden auch ansprechen zu dürfen. Und wir müssen im Endeffekt anfangen,
dieses Berufsbild, das wir aktuell haben, ja, selber zu formen, Vorschläge zu bringen, wie kann diese Zukunft des Fachangestellten für Bäderbetriebe aussehen? Ja? Und ist der Blaudruck, der aktuell herrscht und der aktuell vorliegt, genau das Ergebnis daraus, um das Ding zu retten? Oder ist es das, um das Ding jetzt wirklich langsam zu Grabe zu tragen? Und diese Frage muss sich jeder stellen. Ja. Ja. Diese Frage, bitte beantwortet die in den Kommentaren. Belebt unsere Kommentare mit euren Meinungen. Ihr könnt uns gerne auch persönlich anschreiben. Überhaupt gar kein Problem. Ihr findet das unten in der Beschreibung. Schreibt einfach auf. Was an der Stelle noch wichtig ist zu erwähnen, die Zeit, die wir jetzt noch haben bis zum 1. August, sollten wir nutzen, indem wir uns tatsächlich mit dem Blaudruck nochmals beschäftigen. Jeder von euch da draußen, schreibt es auf und schickt es an die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen. Das ist unglaublich wichtig. Die Kollegin Bademeister 2.0, die Frau Jennifer Heide, hat ein wunderschönes Video produziert, wo auch nochmal alles erklärt ist, alles Wichtige für euch, damit ihr das auch richtig macht, dass auch dieser Einspruch gilt. Danke. Ja, und hier noch ein kleiner Hinweis. Dieses Einspruchsformular heißt nicht Einspruchsformular, sondern Kommentarformular. Als kleiner Hinweis. Was mich auch ziemlich stutzig macht, Alex, ist die Tatsache, dass dieser Blaudruck dann verabschiedet werden soll, wenn wir Fachkräfte, um die es geht, in der Primetime des Jahres sind. Ich habe wirklich viele da draußen, die das Thema gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ja, hier nach Corona, die Bäder sind voll, der Sommer ist geil. Da hat man vieles andere zu tun. Und ich muss mich genauso gut fragen, warum man für einen Blaudruck einen Workshop anbietet, für den man auch noch Geld bezahlt als Mitglied, um sich dann drüber zu unterhalten, was dieser Blaudruck soll. Oder also ich verstehe nicht, was da passiert. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Vor allem in der Hinsicht, wo man genau es darum geht, wie wir arbeiten sollen. Also das ist unsere Grundlage, Rechtsgrundlage, wie vor allen Dingen, wo danach im Großen und Ganzen auch entschieden wird, wo Richter und auch Rechtler sich dann das Ding hernehmen und danach im Endeffekt auch entscheiden dürfen und es als Rechtsgrundlage annehmen dürfen. Und was ich nicht verstehe ist, warum wird genau dieser Bereich oder diese Berufsgruppe, für die es eigentlich ist, ja, nicht darüber so wirklich informiert, dass man da mitreden darf oder dass man vor allen Dingen halt einfach auch mal für die Leute, die an der Front stehen, ein Stück weit einfach auch mit einfließen lassen kann. Und das ist schon, sage ich auch, also ich weiß, dass gewisse Sachen. Und es soll jetzt hier nicht darum gehen, dass wir ständig auf irgendwelche Verbänden rumhacken. Aber es soll darum gehen, dass wir ganz klar die Dinge ansprechen. Ja? Und wenn man gewisse Sachen auf den Weg bringt, dann muss man einfach auch mit dem Feedback leben können. Und dieses Feedback soll konstruktiv sein. Ja? Es soll zu einer Ebene führen, dass man zu einem Ziel kommt. Ganz, ganz wichtig. Ja? Aber man muss sich auch Dinge anhören lassen, wo man einfach wirklich ein Stück weit einfach an eine Ebene kommt, wo man nicht mehr nachvollziehen kann, warum, weshalb, wieso das Ding so aufgeweicht wird. Ja? Es kann nicht sein, dass das Ganze nur auf den ganzen Wortlaut des Fachkräftemangels herrscht. Ob das so ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Ja? Ich sehe nur das Ergebnis. Und dieses Ergebnis sagt mir ganz klar, als Fachangestellte oder als Meister für Bäderbetriebe gibt es irgendwann mal Menschen, die genau das Gleiche machen wie ich. Und gleichen Verantwortungsbereich haben wie ich. Und das ist ein Punkt, wo ich ganz klar sage, das kann nicht sein. Wie siehst du das? Sehe ich ganz genauso. Ich würd hier vielleicht nochmal ein kleines Experiment wagen mit dir, lieber Alex. Wir nehmen uns jetzt den Blaudruck und denken uns da mal rein, als wäre das jetzt die neue Grundlage, auch für dich in deinem wunderschönen Plansch in Schongau. Und du als Arbeitgeber reizt dieses Ding natürlich aus. Du strebst nach Rechtssicherheit, ja,
Man muss sagen, dieser Blaudruck kommt von der Arbeitgeberseite. Ja. Es würde dafür sorgen, dass du im Plansch vielleicht eine Fachkraft noch brauchst. Das wärst dann du. Und der Rest wird ersetzt durch Sportstudenten. Ja, sie sind sportlich, sie sind berufsnah. Könnte man einsetzen. Das heißt, in der gesamten Wasseraufsicht. Technik, gut, ein Handwerker, das, ja, wenn er vielleicht gewisse Grundkurse hat, wär das noch möglich. Aber was mich bei diesem Szenario interessiert, Alex, könntest du das verantworten dann am Ende? Also denk dich da mal wirklich rein. Ich gebe das mal, also wenn ich selber für mich selber dann spreche und wir haben ein rollierendes System in der Aufsicht bei uns, das heißt, wir haben so drei Punkte, die wir abarbeiten, Sprungturm, Strömungskanal, Sauna, und ich die einzige Fachkraft wäre in dem Sinne und keinen wirklichen Rettungsschwimmer hätte, der dieses Know-how hätte, und ich allein in der Sauna bin, dann habe ich ein ungutes Gefühl. Punkt aus. Und das ist genau das, wo ich sage, ja, Fachkräfte in dem Sinne sind für diesen Fall so kaum zu ersetzen. Ja? Und das ist wichtig, dass genau das einfach auch weitergezogen wird. Ich bestrebe und bin voll dafür, ja, und wir bilden Rettungsschwimmer aus und wir haben gute Rettungsschwimmer bei uns, die jahrelang schon bei uns arbeiten und wirklich auch was leisten, ja, haben aber auch eine gesunde Ausbildung genossen in dem Zeitraum und kommen auch langsam einfach auch in Ebenen rein, wo man sagen muss, hey, die könnten auch die Ausbildung locker schaffen, überhaupt kein Problem, um sie dann auch selber laufen lassen zu können. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende zum Schluss, dass man genau sagt, hey, wenn ich als Fachkraft in anderen Bereichen gerade tätig bin, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das übernommen wird. Und das sehe ich auch nur so, dass das an sich in der Gesamtgestaltung nur Fachkräfte leisten können. Durchaus. Ich würde das Thema vielleicht auch, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Zauberei. Scheiße. Kommst du wieder dazu? Ich komme wieder dazu, ja. Okay, dann werde ich weiter fortfahren. Ich glaube, das ist auf demselben Irrglauben aufgebaut wie bei der Digitalisierung. Ich höre immer wieder mehr Stimmen, dass wir in der Zukunft in der Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe immer weniger Technik brauchen werden, weil die technischen Anlagen im Schwimmbad immer mehr digitalisiert werden, automatisiert werden. Halte ich für den größten Fehler überhaupt. Denn durch die Digitalisierung kommt viel mehr Technik dazu. Nehmen wir mal die ganze Sensorik. Die muss ich ja auch überprüfen. Grüß dich. Hi. Ich muss... Hallo Leute, willkommen im Betriebstagebuch. Entschuldigung, ich unterbreche dich nur ganz kurz, meine Kamera ist leer. Okay. Naja, jetzt müssen wir erstmal so weitermachen. Ich weiß, die Qualität ist Bombe jetzt gerade, aber wir gehen gleich wieder dann zurück in die Kamera. Jetzt darfst du weitermachen, Entschuldigung. Ja, technische Anlagen, Digitalisierung. Es wird dafür sorgen, dass wir viel mehr Arbeit dazu bekommen, denn die Arbeit verlagert sich. Ja, denn jetzt habe ich viel mehr Sensorik, viel mehr Daten, die ich in irgendeiner Software empfange und die ich ja auswerten muss. Deine Gebäudeleittechnik als Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, Alex, dass du jetzt weniger mit deiner Technik zu tun hast, wie vorher im manuellen Zustand deiner technischen Anlagen. Gibst du mir da recht? Absolut. Also eher im Gegenteil. Es wird noch irgendwo komplexer, ja, weil die Vernetzung in der Technik stattfindet und darüber hinaus natürlich einfach auch die Konstrukte noch mehr verstanden werden müssen, weil viele Sachen halt
Ja, Ich würde sogar mach sagen, weiter. professioneller, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben und dadurch wirklich noch viel höhere Qualität liefern können. Aber ich will nochmal zurück zu dem Thema Fachkräftemangel. Denn jetzt zu sagen, ich öffne diesen Sicherheitsbereich oder ich lockere den auf, nur dass ich damit mehr Fachkräfte bekomme, ist der komplett gleiche Blödsinn wie mit der Technik. Und ich verstehe es überhaupt nicht, wie man sowas machen kann. Aber was uns wirklich fehlt und warum viele unserer Kollegen einfach den Kittel an den Nagel hängen, kann man das so sagen, die Jacke an den Haken hängen, ist Folgendes. Sie fühlen sich nicht mehr Ja. gewertschätzt und die Bedingungen, zu der wir unseren Job machen, den wir lieben, die sind einfach schlecht und scheiße. Ja, viele sagen jetzt, wir jammern auf hohem Niveau, aber ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich sage, und das höre ich seit 15 Jahren, es will keiner mehr Schicht arbeiten, dann bin ich eigentlich jemand, der sagt, okay, dann muss ich an dieser Stellschraube drehen. Und dann muss ich den Leuten im öffentlichen Dienst da draußen halt einfach mal statt 40 € brutto 400 € brutto bieten. Und dann ist das Thema erledigt. Vor allem, dann kann ich nicht nur einmal im Monat zum Essen gehen, sondern kann ich einmal im Jahr vielleicht einen schönen Urlaub machen und kann sagen, ja, schau her, das habe ich mir jetzt durch meine Schichtarbeit verdient, liebe Frau, dafür, dass du so viel ohne mich warst. Jetzt sind wir hier 2 Wochen auf XY. Ja, das ist, glaube ich, einfach, da kommen wir von eins zum anderen. Jetzt kommen wir genau in den Bereich rein, der natürlich brachial ist, wenn man mal schaut, wie bezahlt wird, wie wer gewertschätzt wird. Also es ist nicht nur Bezahlung, sondern es ist die Arbeit an sich, die enorm anstrengend ist, die brutal ist, die belastend ist. Ja. Ich proklamiere das immer wieder. Wir verdienen unser Geld nicht mit harter Arbeit. Das muss man immer mal knallhart sagen, okay? Wir sind nicht körperlich in der Hinsicht hochbelastet, ja, okay, wenn aber jemand mal 2 Stunden am Abend mit einem Hochdruckreiniger gearbeitet hat, dann weiß er auch, was er getan hat. Aber untertags ist es wirklich der Punkt, wo ich immer wieder sage, hey Leute, es ist vor allem die Verantwortung, der einfach klar sein muss, was man hier hat, ja. Und diese psychische Belastung, die wird so unterschätzt, ja. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat mit mir zusammen den Meister gemacht. Der ist der absolute Wahnsinn. Wenn der immer erzählt hat, wie es im Westbad zugeht, ja, da habe ich mir immer gedacht, da bin ich Schuljunge. Bin ich wirklich. Also ich habe schon einige Bäder hinter mir. Und, aber wenn ich im Endeffekt eigentlich einen Waffenschein brauche und eine Selbstverteidigungsausbildung, um in einem Bad bestehen zu können, dann ist der Moment gekommen, wo ich sage, alter Schwede, wo sind wir hier eigentlich? Ja, und das muss sich irgendwo in beiden Bereichen auch widerspiegeln. Das muss sich auf der einen Seite in der Bezahlung widerspiegeln und das muss sich verdammt nochmal auch in der Wertschätzung widerspiegeln. Und natürlich, und das ist das dritte große Stellenwert, das muss sich halt einfach auch in der Arbeitszeit widerspiegeln. Ja, wenn ich dann 12-Stunden-Schichten habe in so einem Wahnsinn, ja, gute Nacht um 6. Ja, und das sind so genauso Ebenen, Leute, liebe Verbände, liebe Arbeitgeber, ich weiß, dass das Badewesen ein Produkt des Luxuses irgendwo ist, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir einen öffentlichen Auftrag. Auf der anderen Seite wollen wir, dass Schulen Kinder einfach schwimmen lernen. Ja? Und da, genau in diesem Zwiespalt, müssen wir einfach schauen, dass ein Stück weit einfach das Personal, was halt auch da ist, dementsprechend bezahlt wird. Und was wir vielleicht an der Stelle auch vergessen haben, du weißt, ich hasse diese ewige Diskutiererei in diesen Gremien hin und her und hoch und runter. Ich kann das nicht leiden. Aber wenn man eine 24 Jahre alte Ausbildungsordnung hat, ja, dann muss man sich doch nicht fragen, warum da Leute abgehen. Ja, warum nimmt man das Ding nicht endlich mal in die Hand und schaut, dass es modern wird und dann kommen die Leute. Aber ich kann doch jetzt nicht sagen, wir haben Fachkräftemangel, jetzt darf jeder Pommesbudentyp Wasseraufsicht machen, dass das unser Problem löst, sondern es macht es viel schlimmer.
Und zurück zur Technik, das ist genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine neue technische Anlage, ich brauche niemanden mehr. Diese Anlage ist innerhalb von 5 Jahren im Arsch. Oh, darf man das sagen? Ja, ja. Sonst müssen wir es piepen. Jetzt schon. Aber weißt du, das Schöne ist, es ist unser Podcast. Betriebstagebuch, herzlich willkommen. Arsch. Wir distanzieren uns vor solchen Dingen. Aber das Thema ist richtig brisant und das macht mich irgendwo auch stinksauer. Das kränkt mich in meiner Ehre. Und ich habe so dieses Gefühl, dass das schon seit Jahren versucht wird und jetzt drückt man das durch, wieder mit einem gewissen Vorwand. Wir sind doch viel kreativer. Ich verstehe das denn gar nicht. Jetzt haben wir den zweiten Blaudruck, der aus meiner Sicht gar keine Chance haben wird. Oder vielleicht wird es knapp. Aber wenn ich, wie viele Jahre geht das jetzt, Alex? Drei Jahre, ich oder? Ich sag's mal knallhart. 3 Jahre. Mindestens. Da also, sitzen doch Menschen, die, ja, also ich weiß es nicht, sind das alles berufsfremde Menschen? Also ich verstehe nicht, dass das Ergebnis aus dieser Arbeit, die am Endeffekt von allen Mitgliedern bezahlt wird, dass die Menschen zusammensitzen und sich etwas erarbeiten, das für die Zukunft unseres Berufsbildes beziehungsweise die Branche ist, dass das Ergebnis zur Folge hat, dass wir Sicherheit aufgeben, nur weil wir vielleicht mal eine Phase haben, wo wir ein deutschlandweites Fachkräfteproblem haben, Generationenwandel, du weißt es selber. Ja, und genau das ist das, wo ich immer wieder sage, es kann doch nicht sein, dass wir solche Ergebnisse bekommen. Und ich bin echt dafür, einfach ganz klar für solche Blaudrucks einfach eine Kommentarliste rauszugeben. Immer wieder, was sind die Hintergründe? Ja, warum sind gewisse Entscheidungen so getroffen worden? Weil wir müssen es ausbaden. Wir sind die, die dann an der Front stehen. Wir sind die, die Verantwortung tragen müssen. Und wir sind die, die die Fachkräfte aktuell sind. Und in dem Moment, ja, habe ich die Verantwortung in meiner Schicht. Ja, oder meine Kollegen, die da draußen im Endeffekt tagtäglich darum kämpfen, dass das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das sind Punkte, wo ich einfach sage, das müssen schauen, dass das echt, also, da müssen wir einfach eine Gemeinsamkeit finden. Das kann ja nicht sein. Durchaus. Was wäre denn aus deiner Sicht eine Lösung, wo man sagen könnte, damit wäre vielleicht auch das Problem Fachkräftemangel. Ich sage immer Fachkräftehandel, es sind viele Bäder, die geschlossen werden, aber am Ende steht überall Personal. Und ob die Fachkraft jetzt vom Personaldienstleister kommt oder fest angestellt ist, viele Bäder haben trotzdem Personal. Jetzt bist du wieder weg. Ja, Entschuldigung. Also, willkommen im Betriebstagebuch. Es tut mir total leid, Leute, aber ja, wie gesagt, David ist da perfekter wie ich. Ich habe zwar auch eine wirklich gute Kamera. Ich bin extrem zufrieden mit ihr. Aber nichtsdestotrotz ist mein Problem, dass diese Kamera einfach nicht das bietet, was sie bieten soll. Aber wir sind cool dabei. Na klar. Erster Podcast. Und wer mich kennt, das ist das Schöne an der Kiste. Ja, ich habe schon, war da echt Vorreiter. Ich bin manchmal ein ziemlicher Chaos-Typ. Und das ist total cool. Da ist er wieder. So. Grüß dich. Hallo Leute, grüß euch. Schaut mal, das ist ein Unterschied. Ja, endlich. Lass uns nochmal auf die Frage gerade eben zurückkommen. Hättest du denn eine Lösung? Also meine Lösung wäre einfach, den Beruf an sich attraktiver zu gestalten. Mhm. Meine Lösung ist das, den Beruf so wieder geil zu machen, dass die Leute Bock drauf haben, Schwimmmeister zu sein, Bademeister zu sein. Mhm.
meine Lösung ist, in der Hinsicht zu sagen, zu gucken, dass in den Schulen genau die Leute, die dozieren müssen, die Leute, die in den Schulen stehen, die als Lehrer da vorne stehen, ein Stück weit einfach was in die Hand bekommen, ja, um diesen Beruf wieder weiterzuführen, um diesen Beruf wieder in eine andere Ebene zu führen, in einen neuen Zeitalter zu führen, ja, dass genau das wieder passiert und Leute wieder Spaß und Freude und Bock drauf haben. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der einfach kommen muss. Ey, wir Leute, wir sind 24 Jahre alt. Ey, zeigt mir einen Beruf in der Hinsicht, der so alt ist. Nehmt mal einfach nur, geht mal nur her, ja, überlegt euch mal, ja, geht mal her, erzählt mal einen Informatikstudenten, pass auf, du gehst in dein Studium, und du lernst den Scheiß, der vor 24 Jahren war. Aha, mach das mal. Wie soll das funktionieren? Ja, im Endeffekt gerade, schaut mal an eurem Handy hin. Was hat sich in den letzten 10 Jahren im Handy getan? Was hat sich in den letzten 2 Jahren im Handy getan? Was hat sich letztes Jahr im Handy getan? Ja, also das wird gerade in diesem Wahnsinn, was da passiert, ja, und so ist es in der Bäderwelt doch auch, in der Bäderwelt bleibt doch auch nicht alles stehen. Ich habe das Glück gehabt, in meiner damaligen 20-jährigen Erfahrung, ich habe noch so gespült. Ja, warte mal, hier, ah, Videopodcast, geil. Pass auf, Leute, Dirk und Dirk, ja, ich habe das noch per Hand gemacht. Was mache ich heute? Knöpfchen, und es läuft, und er macht und die Pneumatikanlage geht los, ja. Aber der Klassiker ist immer das, wenn ich mit meinen Auszubildenden unten stehe und mitten in einer Spülung sagt, klick. So, Spülung funktioniert nicht mehr, wir haben Laufzeitfehler drauf, es geht nicht mehr, was machst du jetzt? Übrigens. Ja, genau. Übrigens, und dann heißt, man muss das trotzdem verstehen. Entschuldigung. Ja? Ich muss da jetzt einklinken, weil der neueste Trend ist ja tatsächlich der, dass man mittlerweile technische Anlagen so ausstattet, dass die Fehlermeldung erstmal an die Firma geht und die Firma dann uns anruft, in unserem Bad, in unserem Hoheitsgebiet Schwimmbad, um uns zu sagen, was wir zu tun haben, beziehungsweise gleich Servicetechniker losschickt. So, wenn das die Zukunft ist, dann wird es brutalst teuer. Punkt 1. Punkt 2, dann brauche ich wirklich keine Fachkräfte mehr, die sich wirklich da auskennen. Und Punkt 3, da möchte ich aber nicht wissen, in welcher Beschaffenheit des Schwimm- und Badebeckenwassers unsere Badegäste eben tun, was sie tun. Also wenn mir einer erzählt, ja, dass eine Anlage, die neu ist, einfach mal läuft und nichts passiert und keine Wartung braucht. Bullshit. Entschuldigung, Leute, dafür mache ich den Job zu lang. Und ich habe das Glück gehabt, ja, bei 3 jeweiligen Umbauten und Weiterführung. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Ein neues Bad zu haben, ist was total Schönes. Wisst ihr, wenn die Firmen kommen, euch einen Filter hinstellen, euch eine neue Mess- und Regeltechnik einbauen, euch alles so weit einsetzen, dass man das Ding auf einen Startknopf drücken kann und es läuft vielleicht an, ja, hab alles erlebt, von nicht anlaufen bis zu völlig, ah, cool, geht. Leute, zum Schluss geht es doch darum, wie stelle ich diese Anlage für meine Begebenheiten ein? Und die Probleme kommen nicht gleich bei der Einstellung. Nein, die kommen erst später. Ja? Weil nun mal einfach dieses Wasser ein völlig eigenes Feld hat. Ja? Ich habe 5 Anlagen, ja? Und 5 Anlagen funktionieren im Prinzip eigentlich gleich. Ja? Aber dann doch nicht. Ja? Es entstehen Probleme, wo sich jeder anguckt und sagt, wo kommt das her? Ja? Und deswegen, es braucht Leute, es braucht Fachkräfte, die Schwimmbad-Nerds werden. Ist ein geiler Begriff, gell? Schwimmbad-Nerd. Wir machen Postcard über Schwimmbad-Nerd. Aber einfach Schwimmbad-Nerds werden, die da unten einfach sagen, sich nicht mit irgendwelchen Problemen zufrieden geben, sondern hinstehen und sagen, verdammt nochmal, so kann es doch nicht weitergehen. Ja? Was ist denn der Hintergrund des Ganzen? Und das bedarf nicht irgendeines Servicetechniker, der kommt und irgendein Problem löst. Weil dieses Problem hat eine Ursache. Ja? Und diese Ursache, die muss auf diesen Weg muss ich mich halt einfach begeben. Und das ist der Job eines Fachangestellten, eines Meisters für Bäderbetriebe. Genau diese Ursache zu finden.
ja, um diese Probleme einzustellen. Und das ist der Punkt, Leute. Fangt an, euch da reinzudenken, reinzuwollen, reinzuackern. Ja, es gibt, wir werden über vieles diskutieren, wir werden über vieles auch weiter diskutieren in der Hinsicht, wie gewisse Techniker, und da stoße ich mit Sicherheit auch was an, ja, einfach ihre Welt im Keller für sich behalten und dann Fachangestellte für Bäderbetriebe eigentlich nur noch oberirdisch arbeiten. Ja. Und da bitte ich euch Betreiber in der Hinsicht, einfach das auch zu machen. Mhm. Genau, das zu dem ganzen Hülle und Fülle der Technikwahnsinn. Wir werden, also David ist auch ein, für mich definitiv ein absoluter Technik-Nerd. Der hat auch viel im Hirn, was nicht in Büchern steht. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich auch viel lernen durfte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass genau dieses Wissen man sich einfach nicht nur in der Schule lernt, sondern auch wirklich aneignet. Und da müsst ihr euch auf den Weg machen. Und genau das geht auch mit dem Blaudruck jetzt, um den einfach den Bogen wieder zurückzuspannen. Ja? Leute, irgendwann, die 9405 ist ein Rahmen, ja, der gefasst wurde. Aber dieser Rahmen passt nicht für euer Schwimmbad. Ja? Sondern diese Beulen, Kanten, Fenster, Türen, Dach aufstellen, den baut ihr. Das ist euer Job. Das ist euer Job, die perfekte Aufsichtsstruktur einfach da einzubauen. Und das ist auch, was ein Fachangestellter für Bäderbetriebe können kann und können muss. Ja? Genau das, die Aufsicht so zu koordinieren, zu gestalten, dass nichts passiert. Und das, bin ich davon überzeugt, kriegen wir nicht hin, wenn wir irgendeinen, David sagt immer Sportstudenten, an alle Sportstudenten raus, ihr macht echt ein geiles Studium, ich finde es total cool, aber ich sehe es nicht, dass ihr im Endeffekt hergehen könnt und im Endeffekt mit ein bisschen Ausbildung dann in Bad komplette Verantwortung übernehmen könnt. Das ist meine Meinung. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren unten was anderes schreiben. Ich diskutiere gern mit euch, aber alles Weitere kriegen wir dann schon hin. Sonst ist es wirklich der Punkt, Leute, wir sind Fachangestellte Meister für Bäderbetriebe und das hat ein Wort und das hat ein Statement im Bad, weil das ist unser Metier. Right, man. Ja. Tatsächlich. Und ich habe natürlich überhaupt gar nichts gegen Sportstudenten. Das ist ein kleiner Insider. Der mir quasi per Nachricht zugesandt wurde. Vielen Dank dafür auch nochmal. Dieses Gespräch, das du damals verfolgt hast, es ist brutal. Es ist brutal. Es ist, ich darf es wahrscheinlich hier nicht sagen, Alex, aber ich würde hier mal das so vergleichen, wie die Autowerkstatt, die seit 10 Jahren schon die Pläne für das Wasserstoffauto in der Schublade hat. Oder das Stromauto. Und ganz ehrlich, für mich ist der Begriff Fachkräftemangel zu schmal, um dieses wichtige Papier so aufzulockern, dass es am Ende keine Fachkraft mehr braucht. Und diese eine Fachkraft, die plötzlich so viel Verantwortung bekommt, ich meine, es ist in Ordnung, wir wollen Verantwortung tragen, dass sie dann so viel Verantwortung trägt, die eigentlich ja der Meister trägt. Was macht denn dann der Meister, Alex? Der ist ja dann genauso hinfällig. Also im Grunde sollten wir uns quasi selbstständig machen. Wir machen jetzt hier so eine Telefonzentrale, die Fachkräfte-Telefonzentrale, und dann kann jedes Schwimmbad bei uns anrufen und sagen, die Jugendlichen, die machen da Probleme, was sollen wir tun? Und wir geben einfach von der Ferne Anleitung. Natürlich Blödsinn. Ja, natürlich Blödsinn. Das darf nicht so weit kommen, denn denk doch auch mal an die Badegäste. Ich habe kürzlich mit einer Mutter geredet, von meinem Sohn, eben der Freund, und die sagt mir, also ein Schwimmbad gehe ich mit meinen 3 Kindern nicht, da stehen doch nur 3 Leute rum. Bist du denn des Wahnsinns? Und ich dachte, hä, was ist da los? Und ich habe drüber nachgedacht und die hat eigentlich recht. Aber ich habe zu ihr gesagt, das sind aber Fachkräfte. Also da hätte ich
keine Sorge, weil die haben das tatsächlich im Blick, dieses Geschehen. Die sind geschult drauf, dass die vielleicht 5.000 bis 7.000 Menschen, dass sie das in einem Bereich halten, wo es sicher für die Badegäste ist. Natürlich wären oftmals mehr Augen super. Und diese Regel ist ja eigentlich schon vorhanden, dass ich mir Rettungsschwimmer dazu holen kann. Also warum da rangehen? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich komme da nicht dahinter. Ja, nennt sich Gefährdungsanalyse. Einfach mal zu gucken, im Endeffekt, wo sind die Gefahrenquellen und wo braucht man vielleicht auch einfach ein paar mehr Augen, um einen verlängerten Arm zu haben. Ja, durchaus. Ja, der Alex, der ist heute der Genie hier. Hin und wieder ist er weg und dann ist er gleich wieder da. Wie er es auch immer macht. Ja, Wahnsinn, gell? Jetzt komme ich aus der Flasche wieder entgegen. Und die Flasche ist so Wahnsinn. Wie kann man so eine tolle Kamera in einen Laptop? Wir können von Glück sprechen, dass du zwei Kameras hast, ne? Ja, Vollgas, ey. Das ist total cool, aber ich sehe mich ja fast selber nicht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, willkommen im Betriebstagebuch. Dahingehend werden wir... Um Gottes Willen. Ja, also das ist der erste Podcast und ich freue mich. Also David, wirklich, also jetzt Leute, nochmal, um das einfach wirklich jetzt mal hier zu sagen. David ist wirklich ein hochprofessioneller Mensch, mit dem ich, den ich sehr, sehr schätze in der Hinsicht, was er vor allem tut. Ich bin aktuell der Rettungsschwimmer, der hier definitiv eingelernt wird. Es geht zum Glück nicht um Menschen, sondern es geht darum, dass wir euch was erzählen. Dahingehend komme ich jetzt wieder zurück. Hallo, liebe Leute. Da ist er wieder. Grüß dich. Machen wir weiter. Genau, also das stimmt. Und das sind immer wieder genau die Punkte, wo wir ran müssen. Also es kann nicht sein, ja, dass wir in der Hinsicht gerade in diesem Bereich, wo es um Menschenleben geht, ja, und das dann schon Auswirkungen hat mit deinem Beispiel, wo genau das schon gesagt wird, ja, also es ist ja eine sehr fürsorgliche Mutter, die sagt, pass auf, ich habe drei Kinder dabei. Vielen Dank an diese Mutter, muss ich wirklich sagen, die einfach sagt, ich kann meine eigene Aufsichtspflicht in der Hinsicht nicht mehr wahrnehmen, weil ganz knallhart, wir Fachkräfte sind keine Kindergärtner. Um das mal ganz klipp und klar hier in die Welt rauszuschreien. Ja? Wir sind nicht dafür da, dass wenn ihr ins Schwimmbad geht, zu sagen, der Schwimmmeister passt auf meine Kinder schon auf, das ist schon okay. Und wenn die im Nichtschwimmerbecken rumtollen und ich im Endeffekt hinten um der Ecke beim Kaffeesaufen bin, das passt schon, der hat seine Augen überall. Nein, wir sind nicht dafür zuständig, die Aufsichtspflicht eurer Kinder zu übernehmen. Wir sind dafür da, wenn was passiert. Und wir sind dafür da, diese Prävention, bevor was passiert, genau das zu tun und dann die Eltern eben da zur Läsion zu pfeifen und zu sagen, hey, sind deine Kinder, nicht meine, ja, geh deiner Verantwortung mit den Kindern nach. Und dafür haben wir auch 3,5 Jahre eine Ausbildung genossen, die genau diese Zusammenhänge, die man dafür braucht, lernt. Zusammenhänge, ja. Auswirkungen. Ja, welche Auswirkungen hat denn das, wie greifen die ineinander für den ganzen Betrieb und so weiter. Ich glaube nicht, dass man das mit einer mit einem Crashkurs von 3 Wochen Modul Aufsichtspflicht genauso in der Qualität gestalten kann. Hervorrufen kann. Glaube ich nicht. Alex, was ich hochinteressant finde, und ich muss hier nochmal an unser Schwimmbad-Plattform-Netzwerk ein großes Dank aussprechen, denn die Arbeit von euch da draußen ist brutal, neben eurem Job, dass ihr wirklich so viel für die Branche tut, mich auch immer super mit Informationen füttert, oder uns, dass wir auch gemeinsam die Dinge weitertreiben können. Wir sind auf einem brutal guten Weg. Lasst uns da weitermachen. Mein lieber Alex, wir werden uns das Thema Technik nochmal zu Herzen nehmen. Ich lade dich zu einem Technik-Online-Kurs ein. Wer ist der Dozent, ich oder du? Ihr könnt natürlich, soll ich das machen? Wie stelle ich die Kamera?
Lass uns nochmal zurück auf den Blaupunkt. Ich sage immer Blaupunkt. Blaupunkt. Ist es Schleichwerbung? Das war eine lustige Firma. Ja, der Blaudruck. Folgendermaßen, wenn die Fachkraft mehr organisatorische Tätigkeiten hat, ja, also die Fachkraft gibt ihre Kernkompetenzen ab und gewinnt mehr organisatorische Verantwortungen dazu, könnte das ein Mittel sein, um uns tariflich besser einzugruppieren, in einer Zeit, wo wir tariflich sowieso schon unterbezahlt sind? Ist interessant, ja. Jetzt stelle ich einfach mal das wirklich mal so ein bisschen, wirklich extrem provokativ in den Raum. Ja. Es geht immer ums Geld. Und zwar in jedem Wirtschaftsunternehmen geht es immer ums Geld. Und das sind, glaube ich, die Punkte. Wie schafft man Raum, um das geringste Maß an Sicherheit zu gewährleisten und am wenigsten zu bezahlen? Ja. Und aber was hat die Zukunft gezeigt? Ja. Wenn ich an der Qualität spare, ja, dann wird die Leistung schlechter. Und in letzter Konsequenz ist es genau das. Ja. Wenn ich an der Qualität, und das soll jetzt nicht da draußen heißen, dass Rettungsschwimmer oder auch 450-Euro-Kräfte so nichts leisten, darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, dass wenn das komplett wegfällt, ja, was ist denn unsere Qualität? Unsere Qualität ist, die Sicherheit zu gewährleisten. Und wir haben das schon angesprochen, in welchem Rahmen diese Sicherheit herrscht. Es geht nicht nur darum, aufs Becken zu gucken, sondern es geht um so viel mehr. Ja? Und wenn ich dieses nicht mehr bezahle, in der Hinsicht, dann landen wir irgendwann mal in einem Punkt, wo ich sage, boah, alter Schwede, das möchte ich nicht mehr verantworten. Und ich glaube, dann werden Fachkräfte abhauen. Sind sie in der Corona-Krise zahlreich? Ich kriege auch hier immer wieder diese Nachrichten leider, wo viele sagen, es ist gut jetzt, es reicht's, es ist ein Ende. Zumal auch, dass wir gesehen haben, dass Schwimmbäder auch mit den Lockdowns ja immer die ersten waren, die schließen mussten. Die letzten, die öffnen durften, was zum Teil auch berechtigt war, ja. Aber dieser krisensichere Arbeitsplatz, obwohl du im öffentlichen Dienst arbeitest und so weiter, den gibt es nicht. Den gibt es nirgends. Und ich persönlich liebe diesen Beruf. Habe ich eigentlich deine Frage so beantwortet? Mal nur. Ja, durchaus. Ja, sicherlich. Oder hast du noch was dazu? Es geht nur gemeinsam. Und das ist, glaube ich, einfach gerade dieses Sprachrohr, was ich haben möchte oder was ich aufbringen möchte. Gemeinsam heißt einfach als Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und das heißt, da schmeißen wir alle Arbeitgeber in einen Topf, die ein Bad betreiben, ob sie jetzt privat organisiert sind oder im öffentlichen Dienst stehen. Investiert in gute Leute, ja, da draußen. Investiert in Fachkräfte, investiert in, ja, in Leute, die ihren Job einfach lieben. Warum? Die machen sich 10-mal bezahlt, weil sie euch Kosten sparen auf allen Ecken und Enden. Und was ist, und ich glaube, das ist das, was ich im Unterricht auch immer wieder sage. Was sind die zwei größten Sachen, die wir in einem Schwimmbad verkörpern? Was sind die zwei größten Dinge? Das erste ist Sauberkeit. Ja? Ein dreckiges Bad leidet so unter dem Image, da kommen die Menschen irgendwann nicht mehr. Und das zweite ist, ja, einfach die Sicherheit. Sicherheit muss gewährleistet sein, nicht unter dem Deckmantel, ich gucke alles ständig und ich laufe dir ständig hinterher und wenn du irgendwas falsch machst, schaue ich dir hinten dran. Nein, diese Sicherheit muss gewährleistet sein unter dem Deckmantel,
dass wir da sind, dass wir diese Gefahr sehen, bevor sie entsteht. Und das sind genau die Punkte, in die man einfach Geld reinstecken muss. Das muss man, ja. Und ich glaube, dann sind wir auf einem richtig guten Weg, Bäder unheimlich attraktiv zu gestalten und ein Stück weit einfach auch in einen Rahmen zu gestalten, dass Menschen gerne kommen. Und ja, wir sind natürlich in einen Event-Wahnsinn mittlerweile eingetreten. Wenn ich mir überlege, was ich in den letzten 20 Jahren alles in die Sauna getragen wurde, alter Verwalter. Ja, und auch das entwickelt sich weiter. Ja, schöne Grüße an Thorsten, heute Abend bei der Vollmondsauna, viel Spaß dir, genieß die Zeit, oder im Endeffekt gestern in der Vollmondsauna, Entschuldigung, viel Spaß, oder ich hoffe, dass die Vollmondsauna echt gut war, ja, aber das ist einfach der Punkt, wo ich immer wieder sage, hey Leute, das Bad bietet so viele Facetten und so viel Event-Dasein, aber nichtsdestotrotz brauchen wir unsere Grundbedürfnisse. Und diese Grundbedürfnisse müssen organisiert sein und müssen in Fachkräfte und müssen in gute Hände. Ja, gebe ich dir recht. Durchaus. Ich habe hier noch eine kleine Anmerkung. Ich komme ja viel in Schwimmbädern rum. Sehr viel. Und ich sehe immer wieder dasselbe. Da, wo die Zusammenarbeit von der Verwaltung her schon sehr gut ist, die haben keine Personalprobleme. Ne? Ja. Überall da, wo es kriselt, überall da, wo vielleicht keine Fachkräfte mehr sind, weil sie gegangen sind, da stimmt vieles nicht. Beginnen vielleicht schon bei der Ausschreibung. Ja, wer liest denn heute noch Zeitung? Wer sucht denn heute noch nach Bademeistern, also den Begriff Bademeister? Ja, also hier auch von Arbeitgeberseite ganz oft einfach nur erschreckend. Und dann weiß man einfach, wie viel oder Wertschätzung man bei diesem Arbeitgeber hat. Und ich denke, man kann da auch viel einfallsreicher sein. Heute im Recruiting gibt es so tolle Ideen und Möglichkeiten auch, ja, um an gutes Personal zu kommen. Und das ist eine Erkenntnis, die ich habe. Da, wo es passt, von Verwaltung bis runter ins Team, ins Beta-Team, da ist kein Personalmangel da. Und Alex geht auch immer wieder, hat auch schon viele Bäder hinter sich. Er kommt aber wieder. Ja, ja, er ist gleich wieder da. Einfach weitermachen. Ich bin sofort wieder da. Ja. Ist tatsächlich so. Ja. Habe ich immer wieder festgestellt. Da, wo Wertschätzung ist, da ist Personal. Und so einfach ist es. Die Frage, wie komme ich an Wertschätzung? Ja. Das fängt zum Beispiel an, dass ich die Leute mal machen lasse. Selbstständig. Das auch. Auszubildende in die Technik dürfen oder überhaupt Fachkräfte in die Technik dürfen. Solche Dinge. Ja, dass man hier auch wirklich zusammenarbeitet und es kostet halt. Ja, aber wenn ich mir überlege, in meiner Zeit habe ich mich, glaube ich, durch das, was ich alles reparieren konnte und verhindern konnte, präventiv, habe ich mich selber finanziert. Eine gute Fachkraft erwirtschaftet sich selber durch ihre Arbeit. Ja. Und ich glaube, das sehen viele gar nicht, weil Dinge, die repariert sind, die kosten nichts. Ne? Aber wenn ich jede Pumpe, Dosierpumpe, dann erneuern muss, weil ich nichts mehr gebacken kriege, dann kostet es was. Und das kann man hochrechnen. Und das haben wir eine Zeit lang bei uns im Bad betrieben. Und es ist Wahnsinn, wie wir uns selber bezahlt gemacht haben, im Grunde. Mein lieber Alex. Ja, refinanzieren. Also. Wir kommen, glaube ich, zu dem Ergebnis, dass der Blaudruck in der Form für uns keine Chance hat, fatal wäre, wenn die so kommt, Auswirkungen hätte, die im Grunde zur Folge hätte, dass wir unser Berufsbild so in der Form in der Zukunft nicht mehr haben, ja. Dass wir
in Zukunft Schwimmbäder haben, wo man vielleicht überlegen muss, ob ich nicht als Badegast mir nicht doch zu Hause einen Pool aufstelle. An der Stelle würde ich vorschlagen, wir sollten so eine Art Ranking machen, wie bei den Restaurants. Muss jedes Bad an die Kasse hängen? Was weiß ich? Rettungsringe anstatt Sterne. Ja, und 5 Sterne heißt, dieser Laden wird durch Fachkräfte betrieben. Sodass der Kunde, der ja dafür bezahlt, auch irgendwo sofort erkennen kann, was hier gespielt wird. Das wäre doch mal eine Geschichte. Wir machen eine neue, komm, wir machen einen neuen Abzeichenwahnsinn auf. Hey, das wäre gar nicht so schlecht, Zack. Wir machen über unseren Podcast Betriebstagebuch ein Ranking und verteilen die. Ja, Oh also ja. Fachkräfte. Ja, neue Form. Gut so. Ja. Ja, ich Aber ich gebe dir warum recht, nicht? Vollgas. Also genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Also an alle, die da draußen einfach mit dran beteiligt waren an diesem Blaudruck. Bitte Leute, ja, Zum zweiten Mal. seid offen. Genau, zum zweiten Mal. Seid offen nochmal wirklich für Kritik und ja, auch dafür und fragt nach, was denn auch in der Hinsicht auch da draußen eben gesprochen wird. Es ist, wir geben viele Meinungen auch hier frei, die nicht nur auf unser Mist gewachsen sind, sondern wir reden halt auch ganz, ganz viel mit unseren jeweiligen oder mit unseren Kollegen und Kolleginnen da draußen. Und da kriegt man ganz viel einfach auch in der Hinsicht auch Ängste mit. Ja? Und das ist der Punkt. Und ich möchte diese Branche in der Hinsicht nicht verlieren. Ja? An Firmen, an ja, eben dass Fachkräfte eben abgezogen werden und nicht mehr da sind. Durchaus. Deswegen auch das schwarze T-Shirt. Für mich wäre das ein rabenschwarzer Tag. Habe das falsche Thema heute. Einfach aus dieser Berufsehre auch heraus. Und diejenigen, die es verfasst haben, ja gut, ich meine, steht dazu. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, indem man das Ganze nochmal so weit aufmacht, dass wir gemeinsam alle daran arbeiten. Vielleicht noch mehr von Arbeitnehmerseite. Weil es ist ja auch unser Anliegen, dass das Thema Sicherheit in der Form gewährleistet ist, ja. Und ich glaube, da steht keiner dagegen oder dafür. Es muss einen Diskurs, einen offenen Diskurs geben. Ja, ich kriege seit 2 Tagen immer mehr Nachrichten, dass zum Beispiel Anfragen gar nicht mehr beantwortet werden zum Blaudruck. Es ist brutal erschreckend. Gut, ist vielleicht Urlaubszeit. Auch nochmal hier zu diesem Workshop. Ist es alles, was wir zur Verfügung haben, für 40 € einen Workshop zu gehen und danach lesen zu müssen? Er findet großen Zuspruch, meine Damen und Herren, bei mir nicht und bei all diesen Fachkräften in meinem Umkreis, und es sind einige, habe ich keinen einzigen wirklich gehört, der sagte, das macht Sinn. Keinen einzigen. Und vielleicht auch an der Stelle nochmal eine Warnung. Jetzt hier, es wird dafür sorgen, dass wir in der Zukunft Riesenprobleme bekommen, viele Unfälle haben und sich wieder die Frage stellen muss, wer verantwortet das am Ende? Und ich glaube nicht, dass sich ein Bürgermeister oder ein Stadtrat dann wegen vielleicht ein bisschen Personalmangel verantwortet, weil die Sicherheit nicht gewährleistet ist. In keinster Weise. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir bei aller Liebe nicht vorstellen. Nö, das Ergebnis wird sein, dass vor allem kleine Bäder oder auch in der Hinsicht noch weiteres Bädersterben vorangetrieben wird, weil man halt in gewisse Sachen einfach nicht mehr kann. Und wenn das Image einmal zerstört ist, dann das aufzuholen ist brutal schwierig, enorm viel Arbeit. Da muss man so viel reinstecken. Und das sind genau die Punkte, wo ich sage, nee,
Nein, Leute, hey, lasst uns jetzt ansetzen an den Dingen und lasst den Fachangestellten für Bäderbetriebe neu aufleben in einer Neuordnung, in einer Art und Weise, dass der in ein neues Zeitalter kommt und ein Stück weit so attraktiv wird, dass diese Frage sich gar nicht mehr stellt. Durchaus. Ich denke, abschließend sollten wir vielleicht noch einen Ausblick geben. Der Podcast darf alle 2 Wochen kommen. Wir versprechen euch, lieber Alex, dass wir technisch gerüstet sein werden. Vollgas. Mit eurer Unterstützung für unsere Branche, für euch da draußen. Alex Boos, David Ackermann, Betriebstagebuch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus. Vierzeib. Und ganz kurz von meiner Seite her auch nochmal, oder von unserer Seite, wirklich von unserer Seite, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach unten in die Kommentare reingehen. Schreibt uns, haut raus, was ihr wissen wollt. Wir versuchen alles zu beantworten, was irgendwie reinkommt. Und ja, wir sind für euch da und Betriebstagebuch soll für euch sein, unser Sprachrohr dafür sein, ein Stück weit einfach das, was man auch ja, in die Welt so nicht sagen darf und kann, wir sagen es. Und dafür stehen wir. David, es war mir eine große Ehre. Ich danke dir für eine geile Zeit hier. Ich freue mich auf die nächsten wirklich genialen Podcast-Momente mit einer Kamera, die auch funktionieren wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut heute noch ein bisschen was raus bei wunderschönstem Wetter. Genießt es und lasst es einfach gut sein. Vielen, vielen Dank an euch alle. Bis dann. Ciao. Ciao.